Yoga mit seiner Kombination aus Körperübungen, Atemübungen und Meditation ist das perfekte Ergänzungstraining für Läufer. Yoga-Lehrerin Veronika Rössel zeigte mir im Hotel das Gransbach dazu erste einfache Übungen, wie ich als Läufer durch Yoga neben dem Laufen meine Kraft, Ausgeglichenheit und Zufriedenheit noch weiter steigern kann. Herzlich willkommen bei der Yogastunde, heute speziell für Läufer. Mein Name ist Veronika, ich habe in München ein Studio, mein Shakti Yoga Studio, und ich darf heute in dieser wunderbaren Region Zugspitz in das Gransbach eine Yogastunde halten, speziell jetzt für Läufer, die stark Verkürzungen haben, und da fangen wir jetzt dann gleich an. Ja, hallo. Hallo Veronika, ich habe gehört, dass Yoga für Läufer so toll sein soll. Und ich wollte mich eigentlich mal informieren, ob das Yoga wirklich für uns Läufer so gut ist. Auf jeden Fall, weil ihr seid ja sehr verkürzt an der Hinterseite vor allem, aber auch der ganze Körper, wenn man nicht wirklich schön dehnt. Und wir machen im Yoga sehr viel, um die Rückseite jetzt schön zu dehnen, Magenmuskulatur vor allem, Oberschenkel, aber natürlich auch die Vorderseite, die Hüftbeuger, und ja, da stärken aber natürlich auch die Mitte, sodass man schneller losdenken kann. Und magst du gleich mitmachen? Soll ich wirklich? Ja, ich fange gleich mit an. Wir haben heute eine schöne Gruppe hier, wo ich speziell da auch nochmal drauf eingehe. Und dann könntest du auch schon gerne deine Matte holen. Was, schon jetzt gleich? Ja. Okay, ich versuch's mal. Aber ich weiß nicht so recht. Ja, da ich ein völliger Neuling auf diesem Gebiet bin, zeigten mir im Anschluss Veronika, Katharina und Frauke noch, was Fortgeschrittene alles so Erstaunliches mit Yoga machen können. Die hier so überzeugend gezeigten Übungen sind ganz besonders für Läufer interessant. Yoga ergänzt sich aus einer Kombination von Körperübungen, Atemübungen und Meditation, wie die folgenden Filmszenen zeigen. Thank you.
Nach diesen für Läufer interessanten Übungen zeigen uns Veronika und Katharina noch ein paar besonders anspruchsvolle Yoga-Übungen. Diese Übung nennt man auch den Baum. Nach Laufen und Yoga bieten sich in Gransbach noch das Schwimmbad und der Wellnessbereich an.